Hey Freunde, Lawyers of Germany, wir sind hier im Finale, jetzt ist die dritte Pause und wir werden es ein bisschen interagieren, wir werden uns hier mal die Talente suchen und schauen, wie wir sie noch ausquetschen können, was heute noch passiert, was es noch krass Neues gibt heute und wie es so weitergeht. Also lasst uns mal direkt hochgehen. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an mich, Sebastian. Ich war da letztes Jahr auch mal dabei. Wir machen das jetzt mit dem Laufen hier. Dann hinterher, folgt mir einfach mal. Gleich geht's weiter. Übrigens, wer jetzt mal auf mein Instagram-Profil geht, ne? Sebastian Krenz, der kann schon Tickets buchen für Live-Termine nächstes Jahr. Aber es geht endlich los. Das Album durfte ich heute ankündigen. Das kommt nächstes am Mai. Und die neue Single One is in the Mad World wird nachher auch noch performt, zusammen mit den Finalisten. Richtig, richtig geil. So, sneaken wir uns mal durch. Da ist doch schon die Ende. Leider mal einführen. So, wir sind jetzt da live. Sehr cool. So, das ist die Annie. So, was war heute dein Special Moment schon für dich? Mein Special Moment war tatsächlich, als der Moment, dass das Tor aufging und klar war, die Show geht jetzt los. Das war das Special Moment bisher. Okay, was war das, was in der Probe richtig, richtig, wo dir gedacht hast, ach du Scheiße? Was richtig gefetzt hat in der Probe war unser Song, also beziehungsweise dein Song. Irgendwie mit dir performen. Nee, das war geil. Aber den werdet, da könnt ihr euch noch drauf freuen, das kommt noch. Die gibt's nachher noch. Bonus in the Mad World. Ja. Vielen Dank auch, dass du nochmal zurückgekommen bist und uns diesen geilen Moment zu bescheren. Ja, vielen lieben Dank. Ey, cool. Gucken mal, wen wir noch zu finden. Vielen Dank, Annie. Viel Spaß noch. Deine Emmy ist ja da. Ja, alle für Annie! Ne? Hammer, geil. Danke, Support. Dann kommen wir weiter. Wer war noch? Wir haben. So, ist keiner hier? Hallo? Lass mal einfach mal ein paar Leute interviewen hier, oder? So, schauen wir hier runter. Hallöchen. Hallo. Na, geht's euch gut? Wir sind jetzt Instagram live hier bei Voice of Germany. Was war euer Special Moment heute? Wo habt ihr gesagt, ach du Scheiße, ist das geil? Wo habt ihr die Gänsehaut? Ja. Anni, schon wieder Anni. Ja, also krass. Alpha Will. Richtig cool. Mensch, schön. Also für wen seid ihr heute da? Für Anni? Für Anni. Okay, dann suchen wir uns doch ein paar andere, dass ihr so ein bisschen ausgleicht vielleicht. Ne? Ansonsten, könnt ihr gerne Fragen stellen und. Gehen wir mal noch eins weiter runter und dann kommen wir wieder hoch. So, wen suchen wir uns dann noch Schönes? Hallihallo! Hi! Wir sind jetzt auf Instagram live und ihr dürft jetzt das Wort oder den Satz des Tages verkünden lassen. Was fandet ihr heute schon am geilsten? Was hat euch Gänsehaut beschert? Für wen seid ihr da? Grundsätzlich ist es eine absolut geile Show. Wir sind extra aus Österreich angereist, sind gerade noch mit dem Helikopter hierher geflogen. Richtig geil hier. Wahnsinn, sogar mit Helikopter. Na geil, also ganz besondere Gäste heute Abend hier. Richtig toll. Ja, vielen lieben Dank. Dann viel Spaß noch. Für wen drückt ihr heute die Daumen? Für Alina. Für Annie. Für Annie. Auch für Annie. Wahnsinn, okay. Dann müssen wir einfach nachher nochmal eine Runde fragen. Macht mal. Wir fragen jetzt nochmal die Coaches, also natürlich jeder für sein Talent. Ne? Aber wir können trotzdem mal gucken zusammen. Und nicht vergessen, schon Tickets buchen. Ne? Wenn ich schon mal hier live bin, kann ich euch das auch persönlich sagen. Tickets für nächstes Jahr im Frühling. Buchen geht auf meine Instagram-Seite und da könnt ihr das schon mal. Hier einfach an. Hallo Ray, wir sind bei Instagram Live. Instagram Live, The Voice of Germany. Bist du aufgeregt? Ich genieße es einfach nur. Hey? Ja, es ist richtig, richtig schön, wieder hier zu sein und nach einem Jahr sich da was aufzubauen. Und jetzt hier mit eigener Single, mit den
Finalisten zusammen dann das Album zu verkünden, was da kommt, geil. Und noch Live-Termine. Also richtig cool. Geil, geil. Ich finde es gut, wie das jetzt hier abgeht. Ja, absolut. Cool. Ich glaube, jeder Musiker, der ein Live-Konzert ankündigt im Moment, ist einfach glücklich. Ja. Und ich meine halt, neue Single, neue Abend, das sind alle, man muss jeder sagen, der hat ein neues Single und dann musst du denen sagen, du musst auch jeder sagen. Und nur so kriegen wir das in die Welt. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Genau, ja, vielen Dank. Machen wir gleich weiter. Steph ist gerade auch wahrscheinlich live. Müssen wir mal direkt. Muss ich direkt mal reinkrätschen hier. Warte mal, ich muss mal kurz sagen, dass ich gleich wieder Telefonbombin. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ja, wir sind auf Instagram live und wollen jetzt mal wissen, was war so dein Moment, wo du dachtest, ich mach das noch 10 Jahre. Ich mach das noch 10 Jahre? Du sagst, ey, das war das Moment, den will ich nochmal 10 Jahre lang jetzt, also nicht nur bis jetzt. Also ich glaube, es ist der Moment, ich glaube, wir waren als Band nie so, dass wir diesen einen Moment hatten, sondern wir haben immer klein geträumt und wir sind immer so von Traum zu Traum gesprungen. Ja. Und jetzt langsam kann ich sagen, wir haben in einem unserer Songs haben wir die Zeile, ich wünsche mir, dass es in 10 Jahren noch genauso ist. Und das ist der Moment, glaube ich, wo man realisiert, was für ein Geschenk ist, dass wir uns als Band getroffen haben. Ja. Dass man Menschen findet, die auf einer Wellenlänge sind. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf deinen Auftritt. Bis gleich. Ja, vielen Dank. Ja, tschüssi. Cool. So, dann sehe ich jetzt leider keinen Meier. Machen wir noch eine kleine Fragerunde mit ein, zwei Fragen vielleicht. Und dann machen wir so einen Cut. Was habe ich dieses Jahr gemacht? Das letzte halbe Jahr war ultra interessant. Ich habe ganz viele tolle neue Leute kennengelernt, ganz viel Musik geschrieben, Wochen im Studio verbracht, das ganze Album eigentlich schon geschrieben, was man jetzt pre-saven kann, überall. Und natürlich auch die Live-Termine dazu. Und jetzt ist halt richtig, richtig interessant. Jetzt geht's hier los, Single. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Schaltet wieder ein, jetzt auf Sat.1. Bis gleich.